wie seine Bandscheiben. Bandscheiben werden durch Bewegung ernährt. Und da haben wir doch schon in unserer modernen Zivilisation einen der Gründe, warum Bandscheiben durchaus vorschnell degenerieren. Wir bewegen uns zu wenig. Die Bandscheiben werden nicht richtig ernährt. Die werden nämlich ernährt durch Zug und Druck. Immer wenn die Bandscheibe nach oben geht, entzieht sie dem Umgebungswasser, im Gewebewasser Wasser und das geht in die Bandscheibe gleichzeitig mit Ernährungsstoffen. Wenn die Bandscheibe sich zusammendrückt, wird das Gewebewasser wieder ausgedrückt und du bist dann bereit, wieder neues Gewebewasser aufzunehmen, wie praktisch wie ein Schwamm. Und ich habe hier so einen Reiter abgebildet. Warum? Wenn Sie mal Reiter zugeguckt haben, die laufen eigentlich optimal bandscheibengerecht, da geht es immer so. Wenn die auf dem Pferd sitzen, nicht? Da wird die Bandscheibe nach oben gezogen und gedrückt. Also für die Wirbelsäule ist eigentlich das Reiten, wenn man nicht unbedingt vom Pferd fällt, eine durchaus gesunde Geschichte. Also eines, wir halten fest, Bandscheiben werden durch Bewegung ernährt. Und wenn wir unsere Zivilisation angucken, unsere Berufe, dann ist es eigentlich so, dass wir zu wenig auch für die Bandscheiben tun. Dann kommt dann noch was Besonderes dazu, wenn die Bandscheiben, wir haben ja hier einen Wirbelbogen, und dazwischen gibt es von dem oberen und unteren Wirbel immer so ein Loch, was im Wirbelbogen gemacht wird. Und das ist so zwischen Wirbelloch und da treten die Nervenwurzeln aus. Wenn eine Bandscheibe kleiner wird, wird auch dieses Neuroforamen, sagen wir Mediziner dazu, das wird enger. Und wenn wir hier eine Nervenwurzel haben, die dort rausgeht, dann besteht die Gefahr, dass sie gereizt wird, zumindest gedrückt wird. Und dass man dann auch sozusagen diesen Bandscheibenschmerz bekäme. Ja, hier nochmal die Schema da. Man kann Bandscheibenvorfall nach in der Mitte haben, wir sagen medial, dann drückt er direkt hier auf das Rückenmark. Was eher seltener, häufiger sind diese lateralen Vorfälle, also an der Seite, von der Mitte, an der Seite gesehen, oder auch im unteren Teil Bandscheibenvorfälle nach beiden Seiten. Und hier ist dann die Nervenwurzel, die dann gereizt wird, weil ein Druck durch die austretende Bandscheibe dort ausgeführt wird. Ja, das ist alles ganz schön. Wir machen da ein Röntgenbild und dann sehen wir furchtbare Dinge im Röntgen. Das sagt gar nichts. Nicht? Also wenn Sie als Radiologe oder als Orthopäde Wirbelsäulen angucken, dann sehen Sie kreisliche Wirbelsäulen, würden der Bayern sagen, da hat der Patient gar keine Beschwerden. Der ist vielleicht ein bisschen in der Bewegung eingeschränkt, aber mehr nicht. Und Sie sehen Wirbelsäulen, da sehen Sie eigentlich gar nichts. Und die Patienten haben fürchterliche Schmerzen. Nicht? Also das Röntgenbild ist kein Grund, um zu operieren. Es gibt andere Gründe, warum man einen Patienten zum Beispiel am Rücken operiert. Ja, da haben wir das aus dem letzten Spiegel. War zufällig, nicht? Letzte Woche große Serie über Wirbelsäule. Ich weiß nicht, wer ihn gelesen hat. Tatort Wirbelsäule, nicht? Da sieht man die Anzahl der Operationen von 2004, 2009 ganz enorm zugenommen. Es ist auch ganz klar, die Techniken an der Wirbelsäule sind verfeinert worden. Es gibt immer wieder neue Erfindungen, neue Instrumente, Bandscheibenersatz sogar, dass man eben versucht, wenn die Bandscheibe hier weg ist, dass man diesen Zwischenwirbelraum wieder erhöht, damit hier dieses Neuroforamen normale Höhe hat. Hier gibt es also alles Mögliche an Materialien. Es gibt auch Spritzen, die man dort in die Wirbelgelenke hineingibt. Was machen die Spritzen? Machen zunächst mal eine Schmerzfreiheit. Und wenn der Patient dann keine Therapie bekommt, dann ändert sich nach 14 Tagen, hat er dasselbe wie vorher. Nicht? Und wir haben mit der Neurochirurgie in Deggendorf eine ganze Reihe Patienten mit Facettenblockade, so nennt man das, durchgeführt und umgekehrt. Wir haben eine ganze Reihe Patienten gehabt, nach Facettenblockade zur Dorntherapie, wobei die Dorntherapie einen weitaus besseren Effekt hatte als die Facettenblockade. Man darf es nur nicht so laut sagen mit den Medizinerkreisen, weil wir wissen es und wir arbeiten in Deggendorf mit sehr fortschrittlichen Neurochirurgen zusammen, die das durchaus wissen und Patienten auch zu uns schicken zur Dorntherapie. Wobei man auch sagen muss, man kann leider nicht jeden als Dorntherapeuten, also zu jedem zu einer Dorntherapie schicken, weil wir müssen uns erst einigen, dass die Dorntherapie eine sanfte Methode ist, die von allen durchgeführt wird und keine Variationen entstehen, die eigentlich der Chiropraxis ähneln. Aber das ist ein ganz anderes Problem. Facettenblockade bringt ein bisschen Geld. Das ist vielleicht nicht so schlecht. Ist auch relativ einfach durchzuführen unter Durchleuchtung.
muss man nicht kein CT haben, kann man auch ein CT haben, bringt aber jedenfalls ein bisschen mehr Geld als die Pauschalbetrag, den der arme Orthopäde sonst kriegt pro Quartal. Ja, das Rückenmark, jetzt sind wir bei der letzten Substanz, die da hinten ist, das Rückenmark, was ist das? Rückenmark sind die Nerven, die vom Hirn rauskommen, da hinten. Muss ich sagen, auch, das Rückenmark ist Gehirn. Das Rückenmark ist die Fortsetzung des Gehirns im Rückenmarkskanal. Das ist Gehirn, umgeben von den Hirnhäuten. Deswegen können wir im Rückenmark Flüssigkeit absaugen, die dem Gehirnwasser entspricht. Zum Beispiel Entzündungen im Gehirn oder Blutungen im Hirn haben wir früher in den 80er Jahren, gab es keinen CT, wenn ein Patient reinkam mit Lähmung oder mit einem Schlaganfall, nicht ansprechbar, dann haben wir hinten Rückenmarkswasser entzogen und geguckt, ob dort Blut drin ist, mikroskopisch Blut, und dann wussten wir, er hat eine Blutung oder hat keine. Das ist Gott sei Dank vorbei mit den Zeiten vom CT, aber ich habe noch bestimmt hunderte von solchen Punktionen in meinem Leben gemacht damals. Und dann trifft man versehentlich eine Ader und dann wusste man auch nicht, ob man eine Blutung hat oder nicht, nicht? Das ist noch das nächste Problem. Ja, aus dem Rückenmark tritt bei jedem Wirbel, in der Höhe jedes Wirbelkörpers, eine Nervenwurzel aus. Und die tritt dann hier durch dieses Foramen. Wie gesagt, wenn das Foramen enger wird, dann wird auch die Nervenwurzel hier eingeengt und gereizt. Und man kann Schmerzen haben. Was sind das für Nervenfasern? Wir haben einmal sensible Nervenfasern, das heißt Fasern, die das Gefühl, Gespür weiterleiten. Motorische Fasern, die zu den Muskeln gehen, die wir bewegen wollen. Und neurovegetative Fasern, das heißt sympathische und parasympathische Fasern, die das vegetative Nervensystem steuern. Und wenn man jetzt mal guckt, wenn man sich mal überlegt, dass jede Muskelfaser eine motorische Endplatte hat vom Nerven und die führt dann da hinten zum Rückenmark. Und wenn wir vor jede Muskelfaser haben, wir haben ja Milliarden von Muskelzellen. Ja? Das müssten ja Milliarden Endplatten sein. Wenn wir all diese Nervenleitungen, wenn die alle extra zum Gehirn gingen, dann hätten wir einen Rückenmark, das einen Durchmesser hätte von mehr als einem Meter mindestens. Nicht? Aber der Körper hat sich das natürlich dort etwas rationalisiert. Die Fasern, die Nervenfasern, die vom Herzen kommen, von der Haut kommen, vom Muskel oder von der Niere, wie auch immer, die Kleinen, die vereinigen sich sozusagen auf dem Feldweg zur Landstraße, zur Bundesstraße und dann Autobahn sozusagen wäre das Rückenmark. Das heißt, dort laufen in einer Reizleitung Fasern vom Herzen, von der Haut, vielleicht von einem anderen inneren Organ, wie auch immer, in einer Reizleitung zum Hirn. Und im Hirn wird es dann wieder entsprechend aufgeästelt, aber auch nicht mehr genau. Das heißt, das Hirn kriegt eine Information, auch meinetwegen die Herzinformation, kriegt auch gleichzeitig eine Information, was mit über die Haut und so weiter. Die Antwort, die jetzt vom Hirn, nehmen wir an, man hat Herzschmerzen, Herzinfarkt oder irgendwas. Die Antwort vom Hirn zum Herzen, die wäre eindeutig, aber da wir eine Autobahn haben, kommen ja auch noch mehr Nachrichten. Und da geht es vielleicht eine Nachricht direkt zur Haut und eine Nachricht an die Muskulatur, obwohl eigentlich die Hauptnachricht oder die wirkliche Nachricht zum Herzen sein müsste. Was ist die Folge davon? Man hat einen Schmerz, der nicht nur vielleicht am Herzen ist oder gar nicht am Herzen ist, sondern man hat beim Herzinfarkt einen Schmerz an der linken Schulter zum Beispiel oder Gallenblase. Ganz typisch, ein ganz typischer Gallenblasen. Also Schulterschmerz ist ganz so selten bei Herzinfarkt. Und ich habe 2 Jahre in der Herzklinik gearbeitet. Und da waren manche Patienten, die haben nur einen Schulterschmerz gehabt und einen Ellbogenschmerz, hatten Herzinfarkt. Und wenn sie das, die sind dann kathetert worden und was weiß ich, haben wir, ja, die Patienten habe ich dann nach diesen Behandlungen in der Reha-Klinik gehabt. Und wenn man da eine ganze Reihe von Patienten fragt, dann kriegt man solche Geschichten mit. Das heißt, wir haben eine Reflexion von diesem, aufgrund dieser anatomischen Gemeinsamkeit, dass der Schmerz sich in die Schulter projiziert, obwohl eigentlich das Herz die Ursache ist. Also es ist nicht immer ganz typisch, dass ja hinterm Brustbein der Durchblutungsnot am Herzen auftritt als Schmerz, sondern kann auch an der Schulter auftreten. Ganz typisch, zum Beispiel Schulterschmerz auf der rechten Seite. Wo kann der herkommen? Der kann natürlich direkt von der Schulter sein. Da kann irgendeine Veränderung sein. Das kann aber auch sein, dass die Gallenblase einen Reiz hat. Und es macht ganz exakt an der Schulter oben einen isoliert umschriebenen Schmerz. Gallenblasen. Da
Da drumherum an der Schulter liegt die Leber als Schmerzregion, reflektorische Schmerzregion. Bedingt durch die Vorstellung von der Wirbelsäule mit dem Rückenmark, mit der Autobahn, dass eben viele Nachrichten auf einer selben Strecke laufen, die von der Leber auch zum Beispiel an die Haut von der Schulter. Das ist die anatomische Grundlage dafür. Ja, und wenn wir uns jetzt mal genau angucken, das sieht jetzt so kompliziert aus, es soll aber nur eine Geschichte demonstrieren. Was passiert denn eigentlich, wenn ich einen vegetativen Reiz kriege? Die motorische Nervenplatte, Nervenendigung, die schüttet Acetylcholin aus. Acetylcholin, das soll eine Muskelfaser darstellen, geht an die Muskelfaser und depolarisiert, es wird die Spannung umgeändert an der Muskelfaser und es wird Calcium ausgeschüttet. Und dieses Calcium, was ausgeschüttet wird, bewirkt eine Kontraktion des Sarkomers. Das Sarkomer, das sind diese einzelnen Muskelfasern, die sich dann zusammenziehen. Ne? So, das ist sehr vegetativ. Also nehmen wir an, ich rege mich auf oder bin in Spannung, vegetativer Reiz auf den Rücken und dann zieht sich die tiefe Rückenmuskulatur aufgrund dieses vegetativen Reizes zusammen. Durch diese Zusammenziehung des Sarkomers, die Zusammenziehung des Muskels dort, gibt es einen gesteigerten Energiebedarf. So, das ist das eine. Ist diese Kontraktion dieser Muskelfaser längere Zeit, dann werden auch die kleinen Gefäße, die drumherum sind, komprimiert. Was bedeutet das? Es kriegt der Muskel eine verminderte Energieversorgung. So, jetzt haben wir an der Stelle eine Energiekrise. Können wir uns mal überlegen, ob wir das übertragen können auf unser Land. Also wir haben gesteigerten Bedarf und wir haben gleichzeitig eine verminderte Versorgung. Also eine erhöhte. So, dann wird der Muskel schüttet Botenstoffe aus, sensibilisierende Botenstoffe, die werden zu diesen nozizeptiven Fasern geschickt. Hilfe, ich brauche Energie, krieg zu wenig. Hirn hoch, vegetatives Nerven, was macht das vegetative Nervensystem? Gott, oh Gott, schüttet noch mehr Acetylcholin aus. Das ist die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Das führt dazu, dass wir plötzlich eine pathologische Muskelendplatte kriegen von den Nerven. Nicht? Das ist das. Das Gehirn hat leider keine andere Möglichkeit, als diese eindeutige, einseitige Antwort zu geben. Wir können ja sagen, Mensch, wir entspannen uns, wir machen was anderes. Das hat aber nur diese Nachrichtenbotschaft. Nicht? Die Folge davon ist, dass wir, wenn das chronisch ist, wenn wir eine ständige Muskelverspannung haben, dass wir solche Knoten kriegen. Und diese Knoten sind immer in der Nähe von der Muskelendplatte, also von der Nervenendplatte. Und diese Knoten, früher haben Masseure gesagt, der hat eine Myokulose, die entsprechen denen etwas ähnlich. Wir sagen heute Triggerpunkte dazu. Triggerpoints sind pathologische, dysfunktionale Endplatten an der Muskulatur, durch zum Beispiel eine chronische Verspannung der Muskulatur. Und wir haben natürlich bei einer chronischen Verspannung der Rückenmuskulatur, wenn Leute starke Rückenschmerzen haben, haben wir überall solche Befunde. Wir finden am Rücken Triggerpunkte. Möglicherweise sogar ein Teil der Dorn-Therapie, wenn man die so schön hochmacht, wie wir es mir jetzt nochmal angeguckt haben, auch bei der Methode nach Pop, bearbeiten wir in Wirklichkeit auch zum Teil solche Triggerpunkte. Wenn man die nämlich auflöst, dann gibt es ein anderes Potenzial an der Muskelendplatte und der Muskel kann sich wieder entspannen, nicht? Wenn nicht dauernd diese pathologische Information hinkommt. Triggerpunkte. Nur als Beispiel zum Beispiel von einem iliokostalis lumborum. Der Muskel ist hier oben verspannt. Da ist diese Verspannungsknoten, aber der Schmerz ist gluteal. Nicht? Der Schmerzreiz hier hinten kann darauf hindeuten, dass viel weiter oben dort eine chronische Muskelverspannung ist. Es gibt noch was Schöneres als Beispiel. Der Kasper des lumbalen Rückens nennen wir den Quadratus lumborum, tiefer Muskel, alles tiefe Muskulatur. Muskel, der von den untersten Rippen, von den querversetzten Wirbeln bis zum Beckenkamm reicht. Und dieser Muskel ist vorwiegend dafür verantwortlich, dass die Lendenwirbelsäule gestreckt wird, gerade steht sozusagen. So, das sind Ansichten von vorne und das ist eine Ansicht von hinten. Ja, was ist, wenn dieser Muskel pathologisch sich komprimiert durch vegetative Reize, dann gibt es oberflächliche Triggerpunkte und tiefe Triggerpunkte. Und die oberflächlichen Triggerpunkte,
die kranial sind, also in der Nähe von der Rippe, die machen Schmerzen am Beckenkamm und strahlen so ein bisschen so in die Leiste aus. Also Leute, die am Beckenkamm in der Leiste Schmerzen haben, können durchaus Triggerpunkte, das heißt eine chronische Verspannung des Quadratus lumborum haben. Der tiefe oberflächliche Punkt macht Hüftschmerzen. Nicht hier oben an der Wirbelsäule oder so, sondern der macht Hüftschmerzen. Und es gibt eine ganze Reihe von Patienten, die sind 50 Jahre alt, 60 Jahre alt und haben die alle ein bisschen was an der Hüfte. Und der hat ganz starke Hüftschmerzen. Und das sagt der Mensch, was machen? Neue Hüfte. Geht nicht anders. Kriegt er eine neue Hüfte. Tja, und dann hinterher hat er eine neue Hüfte. Aber die Schmerzen sind noch da. Ja? Ein Problem. Was anderes? Wenn die tiefen Triggerpunkte sind, der Muskel ist ja, hat auch eine oberflächliche und eine tiefe Schicht, der obere Teil, der macht einen Schmerz im ISG. Triggerpunkt hier hinten. Der tiefe Triggerpunkt macht Schmerzen im ISG, im Iliosakralgelenk. Und der tiefe Schmerz, der geht ins Gesäß rein, macht Schmerzen im Gesäß. Also wir haben Ursache und Schmerzpunkt weit auseinanderliegend und können auch zu Verwechslungen führen. Ne? Deswegen ist es manchmal gar nicht schlecht, wenn man bei solchen Beschwerden sich zum Beispiel auch Triggerpunkte anguckt und sich mit Triggerpunkten beschäftigt. Das ist aber ein eigenes Seminar, muss ich sagen. Und wir sind dabei, das mal aufzuarbeiten als ein reines Triggerpunktseminar für den Rücken. Auch ganz interessant. Ja, der Quadratus lumborum ist eines der Muskeln, der uns eigentlich auch so die Wirbelsäule streckt und aufrecht gehen lässt. Und Patienten, die da Schmerzen haben, manchmal, die legen dann so ihre Hände in die Hüften und drücken da hinten den Punkt. Ne? Jetzt denken Sie, naja, das ist so eine Geschichte, alles doch sehr theoretisch. Ich bin ja